Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserer Sortimentspräsentation Frühjahr 2022. Ich freue mich riesig, heute Morgen mit euch gemeinsam durch das GEPA-Sortiment durchzugehen. Wir haben heute einen Rekord. Ihr seid zahlreich erschienen, viel von euch, über 200 haben wir, das ist ein Rekord. Lutz, letzte Woche haben wir nicht gedacht, dass wir heute hier stehen würden. Ja, das ist sehr überraschend für uns selbst. Vielleicht werden sich einige der Runde erinnern. Wir haben die letzte Veranstaltung mit zwei Kollegen gemacht, die direkt hier in Wuppertal arbeiten. Aber krankheitsbedingt mussten wir jetzt einspringen und haben gesagt, okay, das ist wie im Außendienst, passiert nicht immer alles nach Plan. Mal ist man länger auf der Straße unterwegs, mal hat man ein Kundengespräch, was länger dauert. Bereiten wir uns kurzfristig vor und so stehen wir beide heute hier. Beat Godwill und Lutz Heiden, um durch die Veranstaltung zu moderieren. Genau. Ich bin bei der GEPA zuständig für Weltlädengründungen und Geschäftsentwicklung. Die meisten kennen mich hier. Ich komme, wenn ihr mich ruft. Beat, wir möchten umziehen, wir möchten umbauen. Dann bin ich an der Stelle. Und ich freue mich heute auch, das neue Sortiment zu zeigen, weil es auch zu meiner Arbeit gehört, immer wieder ein Sortiment zu sprechen, mit euch zu sehen. Wie gut seid ihr präsent auf dem Markt mit GEPA-Sortiment unter anderem? Ich bin auch zuständig oder unterstütze Jorge Inostroza, der heute nicht da ist. Ich bin sein Vertreter. Und deswegen heute werde ich mit meinem Kollegen Lutz Heiden durch das Programm moderieren und mit euch auf eine Reise mitnehmen in unserer Sortimentswelt. Lutz, kannst du dich vorstellen und vielleicht erzählen, was uns heute erwartet? Ja, also Lutz Heiden mein Name. Ich bin GEPA-Berater für Weltläden und Gruppen. Meine Stammregion ist Berlin-Brandenburg. Ich bin aber auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterwegs. Außerdem betreue ich dann auch noch unsere Partner, die regionalen Verhandelszentren in Hamburg. Also Gruß zum Süd-Nord-Kontor und auch die Fähre in Dresden. Und auch dahin einen Gruß. Wir sehen uns ja demnächst bei der Hausmesse. Und ja, was erwartet uns heute, liebe Zuschauerinnen? Also, wir werden einen Einblick haben, das, was gibt's an neuen Produkten zu dem Thema Haushaltstextilien. Wir werden einen Einblick haben, was gibt es für Sachen fürs Kinderzimmer, fürs Homeoffice. Wir haben einen Einblick ins Bad. Wir werden auch einen Blick zu den Socken und Textilien werfen. Und last but not least werden wir auch einen Blick zu Lebensmittelprodukten werfen, um euch zu zeigen, wie wir da gemeinsam erfolgreich sein können, wie ihr unsere Produkte gut vermarkten können. Was wir auch noch dabei haben im Programm, ist eine Kollegin aus dem Einkauf hier, die Christina Morandell. Die wird uns auch ein paar Hintergrundinformationen liefern können, weil sie die Fachfrau ist, die direkt mit unseren Partnern zu tun hat. Und wir werden noch ein Interview sehen mit einem Handelspartner, ProQuitray in Bangladesch. Und das werden wir nachher einspielen. Ja, das ist so ein kurzer Blick durch unser Programm. Und dann übergebe ich wieder an dich, Beat. Ja, es wäre wirklich ein perfekter Tag heute. Die Sonne scheint, Frühlingssortiment anzubieten. Und aber wenn wir das Fernsehen angeschaltet haben oder im Radio gehört haben, merken wir, dass die Welt ganz anders ist. Wir haben uns wirklich gewünscht, 2022, ich erinnere mich nach Silvesternacht, wir haben uns gewünscht, ein Jahr vielleicht, dass die Pandemie nicht mehr da ist, dass wir durchkommen können. Wir haben nie geglaubt, dass ein Krieg in Europa stattfinden wird. Und jetzt, trotz diese Rekordzahlen an Teilnahme an unserer Sortimentspräsentation merken wir, dass wir auch mit unseren Gedanken teilweise woanders sind. Wir sind gerade bei unserer Geschwister in der Ukraine. Viele haben auch nie gedacht, dass sie heute fliehen müssen. Vielen Dank an viele Mitarbeiter in Weltläden, die gerade Hilfsgüter packen. Vielen Dank an euch, die auch an Friedensdemonstrationen teilnimmt. Vielen Dank an euch, die sogar Leute aufnehmen in eigene Häuser. Der Fairhandel hat immer wieder für Völkerverständigung dafür gestanden. Wir haben Grundpfeile. Wir haben von Respekt voneinander gesprochen. Respekt auf Augenhöhe. Dialog und Transparenz.
Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass die Leute, die Verantwortung tragen, gerade in dieser Zeit der Konflikte und in diesem Krieg, auch dieser Grundfall des Fernhandels, Respekt füreinander, eine Mitmenschlichkeit, Dialog und Transparenz. Und wir wünschen unsere Freunde, unsere Familie, unsere Geschwister in Ukraine alles Gute. Wir beten für sie. Wir tun, was wir können. Und auch für Leute, die nicht gerade in diesem Konflikt damit beschäftigt sind oder betroffen sind. In vielen Teilen dieser Erde sind es nicht so frei und so locker und so schön wie hier in Deutschland. Deswegen, unsere Gedanken gehen an diese Leute, die heute durch einen Albtraum gehen. Sei es wirtschaftlich, sei es durch Krieg, sei es soziale Ungerechtigkeiten. Wir wissen, dass wir an der richtigen Fleck sind. Wir sind an einem Platz, wo wir viel Leute unterstützen und helfen können. Und ich bin froh, dass ihr da seid. Ich bin froh, dass ihr Läden aufmachen. Ich bin froh, dass ihr Freizeit opfern, um alles zu ermöglichen und am DGPA unterwegs zu sein. Wir werden heute euch unsere Welt zeigen, unsere Welt des Sortimentes. Bei DGPA fängt ein Sortiment an oder die Gedanken für Sortimente, wenn wir Farben festgelegt haben. Und ich hoffe, dass ich trotz dieser schwierigen Zeit und trotz all eurer Gedanken mit euch auf diese schöne Reise durch unsere Produkte mit euch gemeinsam gehen kann. Lutz, darf ich anfangen? Ja, gerne, Beat. Du bist vorbereitet. Wir haben als erstes Thema haben wir Tisch und Küche von den neuen Farben. Hast du ja schon gesprochen. Vielleicht kannst du da im Detail noch mal ein bisschen drauf eingehen und auch bei welchen Produkten wir diese Farben verwendet haben. Dankeschön. Ja, wie ich gesagt habe, es fängt immer an mit den Farben. Unsere Experten sagen uns, wir leben nicht in der Zeit, wo Produkte wirklich eine Rolle spielen, sondern wir leben in einer Zeit, wo die Wahrnehmung eine Rolle spielt. Das heißt, alle Produkte müssen wahrgenommen werden. Die DGPA hat für das Frühjahr Sommer 2022 klare, kräftige Töne ausgesucht. Und ihr werdet sehen, wenn ihr gerade ein bisschen geschaut habt an diese Produkte, dass sie alle eingetaucht sind in bestimmte Farben. Die Farben sind strahlende Königsblau, Blaufarben. Man sieht das hier auf dieser Tischdecke hier. Die blaue, wirklich eingearbeitet. Ein sattes Maigrün soll auch dabei sein. Ein natürliches Curry und dann ein warmer Lachston. Dies sind die Farben, die uns wirklich im Bereich Wohnaccessoires und Wohnbereich begleitet hat. Ein Teil davon haben wir weggenommen oder für unsere Badsortiment oder Badabteilung. Was erwartet uns gerade? Im Frühjahr, Sommer denken wir, dass so ein Tisch ein Knaller sein kann. Dieser Tisch, fangen wir an mit dem Tischdeckel, in dieser vier Farben zu sehen und auf den Tisch kommen auch schöne Sachen noch dazu, aber noch später mehr. Wir haben dazu in den Küchenbereich diese Schürze, die meisten kennen die Schürzen und fragen uns immer, warum nennen wir das als neues Produkt? Weil wir immer Schürzen anbieten, aber diese Farben haben wir nicht. Und deswegen ist für uns ein neues Produkt. Das in den Küchenbereich haben wir die Schürze. Und nicht nur die Mama oder der Papa soll diese Schürze anziehen, sondern wir haben auch die Kinder angedacht. Und sie haben diese schöne, kleine, einfach reinzuschlüpfen, ohne dass man zu viel Zeit verliert, um zu binden. Das sind diese Kinderschürze. Gleicher Look. Man hat gesehen, wir haben mit den Farben einfach gespielt. Ein bisschen mehr grün, ein bisschen mehr blau, je nachdem. Auf dem Tisch kommen natürlich die Tischsets, die dazu gehört, auch sehr schön in dieser Farbe, auch eingetaucht. Die Tischsets, teilweise blau und teilweise auch grün, damit man eine wechselnde Tischset oder Tischsitzreihe haben kann. Und dann haben wir, wenn alles vorbereitet ist, brauchen wir ein Handtuch oder Geschirrtuch. Wir haben die Handtücher hier und die Spültische, das sind eine ganz andere Art des Webens. Ich habe von meinen Kollegen erklärt bekommen, das ist die
Waffelpiquet. Und man sieht hier, diese schöne Webart, sehr komplex. Und unsere Partner, Coop-Tex, die Weber und Weberinnen, sie beherrschen diese Art des Webens. Wir haben auch ein Wischtuch. Dieser Wischtuch ist auch in den Farben, genau dieser Farben gehalten, dem Maigrün. Und das ist ein Wischtuch, was noch nicht, mein Kollege sagt mir, noch nicht angekommen ist, weil viele Leute wissen nicht, wie gut das ist. Das ersetzt die konventionelle Wischzeug, die wir haben. Und es kann alle Schmutz wegmachen, wenn man wirklich kräftig reibt. Und sie hat selber probiert. Ich habe noch nicht probiert. Ich denke, nach dieser Sendung nehme ich eins mit. Oder wenn die Produkte ankommen, kaufe ich mir eins. Und dann werde ich versuchen, all meine Ceran-Kopffläche das sauber zu machen. Das könnt ihr wirklich anbieten an euren Kunden, dass wir langsam plastikfrei auch unsere Produkte oder plastikfrei leben können in die Küche. Ja, so sieht ihr, dass die Küche ganz in dieser Farben eingetaucht sind. Das ist der Tisch, das ist der Küchenbereich, das sind die Putzaspekte. Wenn man einkaufen geht, kann man diese Tasche hier, wenn ihr ein bisschen dran zoomen könnt, oder ich nehme das in der Hand. Die Tasche ist eine sehr vielseitige Tasche, sehr robust. Wir hatten das früher in unser Sortiment und viele Leute kennen das, wie stabil diese Tasche ist. Das bieten wir wieder an in unserer Farben. Lutz, kannst du das wieder aufhängen? Ja, und auf dem Tisch kommen einige Dekorationen. Aber bevor ich in die Dekoration gehe, möchte ich für mich mein Highlight, das sind diese Keramikprodukte, die hier anstehen. Gestern hat jemand gefragt, was ist das? Ist das irgendwie für einen Shot? Nee, es ist ein Eierbecher. Und meine Kollegin Christina Morandell wird ein bisschen zu dieser Keramik was dazu sagen. Man sieht, dass wir geschafft haben, diese Keramik in Farben da so zu anzubieten. Sehr schön. Eine Becher auch in dieser Farbe. Sieht man auch das. Sehr schön gemacht. Aber ich verrate nicht so viel, weil meine Kollegin Christina Morandell kann ein bisschen mehr erzählen von diesem Keramik auf dem Tisch. Christina, kannst du kommen? Herzlich willkommen, liebe Christina. Also Christina Morandell, unsere Kollegin aus dem Einkauf. Sie ist diejenige, die mit unseren Handelspartnern redet, die vermittelt, welche Qualitätsanforderungen haben wir, damit wir unsere Kunden hier in Deutschland zufriedenstellen können. Welche Farben sind aktuell? Wie können wir das sozusagen unseren Partner vermitteln? Habe ich irgendwas vergessen, was deinen Job betrifft? Dann ergänze es bitte noch. Ja, also ich berede natürlich auch mit den Handelspartnern, wie die Artikel verpackt werden sollen, damit sie gut geschützt auf die Reise gehen sollen. Ich bespreche mit ihnen, welche Tests notwendig sind. Also viele Details, dass das Produkt in einer guten und gesetzeskonformen Art hier ankommt. Dafür zeichne ich sozusagen verantwortlich. Das finde ich toll, dass du das noch ergänzt hast, weil das sind so Informationen, die habe ich gar nicht alle parat, ja, aber ich merke dann, wie wichtig die sind letztendlich. Und es ist toll, dass du uns einen kleinen Einblick geben kannst. Bevor du uns was zur Keramik erzählst, habe ich noch eine Frage. Der Beat hat uns ja jetzt neugierig gemacht auf die neuen Textilien von Coop-Tex. Was kannst du uns sagen, wann die Textilien ankommen? Ja, vielleicht mache ich noch mal einen ganz kleinen Exkurs. Beat hat es beim Anmoderieren schon gesagt, also manchmal ist in Deutschland so ein bisschen das Gefühl, dass wir mit Corona schon durch sind, obwohl wir 3G haben und Masken auf etc. Aber die Nachwirkungen der langen und schweren Lockdowns in den Ländern des Südens, vor allem im Spätsommer 2021, die
sind immer noch dafür verantwortlich, dass Warenlieferungen sehr verspätet haben. Und bei Cooptex war es also der Lockdown, der just als sie die Garne gefärbt hatten und auch auf den Webstühlen hatten, durften sie nicht weiterweben. Im Spätsommer letzten Jahres, dann als der Lockdown vorbei war, haben sie sich sehr beeilt, viel gearbeitet und dann kam Thema Climate Change, also Klima verändert, im November ein ganz schwerer Regen über Wochen hinweg. Und ich war ja schon in dem Weberdorf in Chennai. Die Häuser sind offen, also es gibt in der Regel eben keine Fenster, weil es ja sehr heiß ist, so kann der Wind durchstreifen. Aber wenn es dann eben sehr stark regnet, dann müssen die das Weben unterbrechen, weil das ist dann so schwergängig auf den Chakar-Webstühlen, also zum Beispiel wo eben die Tischdecke gewebt wird, aber auf den normalen 4- oder 6-Schäfter Handwebstühlen, da konnte dann auch wieder nicht gearbeitet werden. Somit ist die Produktion eigentlich erst Anfang Januar fertig gewesen. Und dann haben wir einen weiteren Faktor, der immer noch zu Verzögerungen bei der Verschiffung eintrifft, dass wir oft, wenn die Ware, Sie müssen sich vorstellen, die Ware ist fertig gepackt, wir haben eine Rechnung bekommen, eine Packliste, dann wissen wir das Volumen der Sendung und dann geben wir den Handelspartnern eine Schiffsagentur, die dann eben unsere Ware übernimmt. Und bei Cooptex war es wirklich der Fall, dass Cooptex 14 Tage gebraucht hat, um ein Containerschiff zu finden, das eben die Ware, also einen Container von uns mit nach Rotterdam nimmt. Der schwimmt jetzt, die Ware ist sozusagen unterwegs und wir hoffen, dass sie Ende März hier eintrifft, dann auch bei uns im Zentrallager. Dann muss sie aber natürlich ausgepackt, geprüft und in unser Einzelteilregal verbracht werden, sodass wir vielleicht noch ein paar Tage vor Ostern verkaufen können, aber ich kann es Ihnen leider momentan nicht versprechen. Okay, dann vielen Dank aber trotzdem für diesen kurzen Einblick, der, glaube ich, das Feld nochmal sehr geweitet hat. Auch sozusagen die Informationen für unsere Kunden finde ich sehr wichtig. Dankeschön dafür. Jetzt zur Keramik. Der Beat hatte uns ja schon gezeigt, diese, ich sage mal, interessante Keramik mit den Farbverläufen. Ich sehe unterschiedliche Glasuren, aber ich glaube, auch da kannst du uns noch mehr darüber erzählen. Also zunächst würde ich gerne einfach noch mal was zu der Organisation ACP sagen. ACP, das ist die Association of Craft Producers in Kathmandu. Sie ist 1984 gegründet worden von einer Psychologin, die gesehen hat, dass das nepalische Handwerk reich an handwerklichem Können ist, aber die Handwerker haben und Handwerkerinnen haben ganz schlechten Zugang zum Exportmarkt und da sind sie als Vermarktungsorganisation eingesprungen. Ein weiterer Grund, warum Mera 1984 ACP gegründet hat, war aber auch die Förderung von Frauen. Also bei ACP haben sehr viele Frauen einen Arbeitsplatz gefunden, sehr viele Handwerkerinnen. Vielleicht möchte ich bei ACP auch noch einmal deren Corona-Situation schildern, weil sie hatte auch Einfluss auf die Produktion unserer Keramik. Denn auch die ist just jetzt in unserem Zentrallager angekommen, wird gerade ausgepackt und ist aber somit also auch fast 2 Monate verspätet. Nepal, muss man sagen, hat in beiden Jahren unglaublich gelitten. Nepal hatte im Gegensatz zu Indien ganz, ganz lang keinen Zugang zu Impfstoffen, also auch nicht zu diesem indischen Impfstoff. Das bedeutet, dass unglaublich viele Menschen erkrankt sind. Also auch von unseren Handelspartnern war dann teilweise eben niemand zu erreichen, weil sie alle krank gewesen sind. Darüber hinaus sind dann im zweiten Lockdown, der letztes Jahr auch eigentlich im Spätsommer, wenn dann immer die Welle der Epidemie aus Indien sozusagen nach Nepal rüber schwappt. Das hat dann dazu geführt, dass viele HandwerkerInnen zurück zu ihren Familien aufs Land gegangen sind, weil man natürlich wusste, es ist sicherer auf dem Land vielleicht nicht zu erkranken wie in einer großen Stadt wie Kathmandu.
einige dieser HandwerkerInnen sind auch nicht zurückgekommen. Das bedeutet, als dann die Produktion im Herbst 2021 aufgenommen werden konnte, mussten natürlich zuerst die ganzen Aufträge, die eigentlich hätten fürs Herbst-Winter-Geschäft, also für ihr Weihnachtsgeschäft produziert werden sollen, die wurden dann zuerst produziert und es kam im Grund zu einem Produktionsstau dann unserer sehr schönen Frühjahrskollektion. Ich möchte einfach mal darauf hinweisen und ich begleite das mal mit einer kleinen PowerPräsentation. Soll ich nochmal? Ja. Das Besondere, ich würde auch gern einfach hier mal zwei gute Exemplare in die Hand. Vielleicht kann die Kamera das so ein bisschen einfangen. Das Faszinierende an dieser wirklich noch rein handgefertigten Steinzeugkeramik ist, das finde ich wirklich was ganz Besonderes, dass ACP es schafft, mit ganz unterschiedlichen Glasuren in ein und demselben Produkt zu arbeiten. Also wir haben eine glatte Glasur, wir haben eine opake, also eine blickdichte sozusagen Glasur, dann eine lichtdurchlässige, eher transparenter Auftrag und das alles an einem Produkt, das noch sehr handwerklich hergestellt wird. Und das zeige ich Ihnen mit der PowerPoint-Präsentation, weil dann die Schritte einfach noch mal ein bisschen für Sie besser zu sehen sind. Jetzt müsste ich einmal zurück, dann probiere ich doch einfach mal den roten Knopf. Genau, eigentlich fängt alles an mit der Vorbereitung des Tons. Ich würde gerne noch dazu sagen, dass Nepal auch eine schwierige Lage hat in puncto Rohstoffbeschaffung. In Nepal gibt es sehr wenige Dinge, die in Nepal hergestellt werden. Also sowohl der Ton als auch die Glasuren werden aus Indien besorgt. Nur der Ton, die Tonvorkommen sind zum Teil auch in Nepal. Also zunächst erster Step ist sozusagen die Vorbereitung des Tons. Hier also auch noch von Hand in einer großen Keramikfabrik übernimmt das natürlich eine Maschine. Dann, ich sehe schon, werden die Tassen hier noch auf der Töpferscheibe gedreht. Das bedeutet auch, das werden Sie dann auch sehen, wenn Sie die Keramik bestellen, kein Teil ist ganz hundertprozentig das Gleiche. Denn im Gegensatz zu einer Keramik, die in eine Form gegossen wird, wo ja dann eine feststehende Form existiert, wird beim Handdrehen eben jedes Teil ein ganz klein wenig anders. Nachdem die Tasse gedreht ist, nimmt also der Keramiker, in der Regel arbeiten eher Männer in Keramikwerkstätten, nehmen sie ein Stück Ton, was dann eben benutzt wird oder geformt wird und nachträglich an die Tasse angebracht. Es wird dann schön verstrichen, dass der Übergang sehr, sehr schön ist. Aber auch da der Hinweis, die Henkel sind zwar schon, wie ich feststellen konnte, sehr exakt, aber sie dürfen ein klein bisschen unterschiedlich sein, weil wir es wirklich mit einer handgefertigten Keramik zu tun haben. So kommt dann eine Tasse aus dem ersten Brand. Sie ist noch unklassiert und wird dann Stück für Stück, wird jedes Keramikteil getaucht. Das ist eine flüssige Glasur, das ist also auch der Glasurauftrag. Bei den Produkten sind innerhalb der Farblinien Blau, Lachs und Maigrün ganz, ganz leicht unterschiedlich, denn Sie können sich vorstellen, je nachdem, wie konzentriert oder wie gerade frisch umgerührt die Glasur ist, so ist eben dann auch der Glasurauftrag. Wenn das Produkt in der Glasur getaucht wurde, muss der untere Rand sehr sauber gewischt werden, weil der würde sonst dann im Ofen anbacken und beim Rausnehmen nach dem zweiten Brand würde das Keramikteil dann zerbrechen. Ganz besonders finde ich noch, weil das sieht man vor allem an den kleinen Schälchen, vielleicht nehme ich das auch zum Anlass, die Schälchen sind selbstverständlich lebensmittelgeeignet, wie alle Teile hier auf dem Tisch, aber sie
passen auch ideal für unsere großen Stumpenkerzen. Also da haben wir auch drauf geachtet. Und Sie sehen jetzt zum Beispiel an diesem Schälchen, dass wir hier eine opake Oberfläche haben in Blau und dann eben gegenüber ein Lachs. Und dazwischen scheint der natürliche Ton, der ist ja schon einmal gebrannt, also der Scherben ist schon ziemlich gut versiegelt durch. Und wie ist das möglich? Da muss ich einmal zurück, dass Sie das sehen, indem einfach mit einem Stück Klebeband, das abgeklebt wird. Und dann wird erstmal die eine Seite getaucht und dann wird die andere Seite getaucht. Und also Sie können sich vorstellen, Handarbeit, das ist schon eine enorme Leistung, dass da so wunderschöne Produkte rauskommen können. Dann folgt der zweite Glasurbrand. Dadurch ist dann der Scherben komplett dicht, weil die Glasur mit dem Scherben versintert und die Keramik, die Steinzeugkeramik ist Spülmaschinen und Mikrowellen geeignet. Und hier sehen wir noch einmal den Besitzer einer der Keramikstätten, weil ein Teil, merke ich gerade, habe ich vergessen. Das Besondere an ACP, sie arbeiten mit 4 Keramikstätten zusammen, Produktionsstätten. Und wenn unser Auftrag in Kathmandu ankommt, dann wird unser Auftrag an diese 4 verschiedenen Keramikstätten verteilt. Die eine macht dann die Tassen, die andere flache Gegenstände. Und man schaut und ACP verteilt die Aufträge eben auch so, wo gerade auch Produktionskapazitäten sind. Ja, das vielen von meiner Dank, Seite. Liebe Christina, ich hoffe, dass Sie sich über diese Keramik genauso freuen wie wir. Ich finde sie wirklich wunderschön und weiß noch nicht, soll ich mir die Mai-grüne oder die blaue kaufen? Mal überlegen. Gut, lassen wir uns überraschen. Bis später. Dann vielen Dank. Wir sehen uns später nochmal wieder. Wir haben jetzt von sehr interessanten Farben gehört und ich sehe, auf diesem Tisch sind noch Produkte, Beat, von denen hast du noch gar nichts erzählt. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist die Gelegenheit, nochmal die restlichen Produkte von dem Tisch der Küche vorzustellen. Ja, danke, Christina. Und auf dem Tisch kommen noch zur Dekoration und das haben wir geschafft in Blau und Gelb, Blumenstrauß, diese Vase, die ein bisschen, es ist schwer aufzufangen mit dem Kamera, aber es ist ein bisschen mit Farbe. Hier ist die grüne bauchige Blumenvase mit grüne gesprenkelte Farbe innen drin, auch gebrannt an dieser Art Glas, der im Mund geblasen ist. Und wir haben zum gemütlich machen auf dem Tisch auch neue Kerzen, Tafelkerzen angeboten. 3 Farben haben wir. Das sind die Farbe Rose, Hellblau und Lindgrün. Und sie bieten wir auch in Sets, in Dreier-Sets mit unterschiedlichen Farbgebern oder Farbfamilien. Das ist die blaue Familie, es gibt eine grüne Familie und es gibt eine rote Familie. Diese hier werden als Sets, es ist auch ein Produkt, was von eurer Rückmeldung kam. Ihr hättet gerne die Kerzen nicht als normale so Einzelfarbe, sondern als Farbset. Und das haben wir gemacht. Die sind ein bisschen anders. Hier sieht man, dass es etwas glatter ist. Und dann hier ist das die marmorierte. Wir haben gehört, dass manche bekommen diese Kerze und es ein bisschen mit weißem Belag belegt. Und es ist kein Problem. Man kann einfach von diesem Belag mit einem Wischtuch hier ganz gut polieren und das Ganze wird dann wieder ganz, ganz so glatt wie diese. Der glatte Kerze ist auch eine große Herausforderung herzustellen, habe ich gehört, weil man muss genau aufpassen an den Schmelzpunkt, sonst wird dann der Kerze marmoriert. Ja, das heißt, auf diesem Tisch, was ihr hier seht, haben wir einen super Eyecatcher für Familien, die gerne unsere Produkte annehmen. Der Tisch ist super. Wenn man ein Wohnzimmer in der Nähe hat, könnte man auch diese in gleichen Farbmuster Kissenhüllen haben, gefüllt in Sofa. Das kann ein Besuch zu Hause einfach nicht nur kulinarisch was schenken, aber von der Farbe, von der Dekoration ein super Angebot machen. Dieser Bereich
ist ein Bereich, wo ich euch im Weltläden empfehlen werde, einfach genau und gut zu präsentieren. Nicht vielleicht auf diesem Tisch, ihr habt das in Regale, dass ihr über Mengen Gedanken macht, wie viel Mengen braucht ihr, damit die Farben auch im Regal rauskommen können. Ja, Lutz, bin ich jetzt fertig mit diesem Tisch? Och, ich weiß nicht, was du noch zu erzählen hast, aber ich denke, ich habe einen ersten Eindruck bekommen. Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Frühstück ist zu Ende, Kaffeebecher ausgetrunken, Ei ist auch gegessen, dann geht der Tag los und entweder gehe ich zur Arbeit oder das, was ja heutzutage auch ganz üblich ist, man arbeitet im Homeoffice. Und ich denke, da haben wir diesmal auch was vorbereitet und dann, glaube ich, ist das der nächste Tisch. Ja. Du nimmst deine Kaffeetasse mit ins Büro, sehe ich. Ja? Ich nehme meine Kaffeetasse mit ins Büro, das ist meine Lieblings-Kaffeetasse. Homeoffice ist eine neue Warengruppe, die ausbaufähig ist. Und da haben wir uns als GEPA Gedanken gemacht, wir bringen die Natur oder natürliche Produkte im Homeoffice. Kein Plastik, so weit wie möglich plastikfrei. Meine Kaffeetasse kommt auf meinen Tisch und erstmal an der Wand wird Ordnung geschaffen mit diesem Organizer hier aus Baumwolle. Kann man verschiedene Sachen hier reinpacken oder organisieren an der Wand im Homeoffice. Ordnung an der Wand und nicht nur das, wir haben festgestellt, dass dieses schöne Filzprodukt hier kann auch als Pinnwand dienen. Das heißt, eine Pinnwand kann man das auch einbauen. Da ist alle Kreativität keine Grenze gesetzt. Man kann 2-3 Stück an der Wand anbringen, wie hier so, und kann alle Notizen, dass man nicht vergisst, hier auf diese einpinnen. Auf dem Tisch haben wir Ablagen in Naturmaterialien. Da hat unser Handelspartner Tara Projects sich was einfallen lassen. Und zwar diese schöne Holz-Gorara-Stein in den zwei Teilen. Wie ihr jetzt seht, 2 Teile von dieser Goralstein kann man zusammen auf dem Tisch machen, wie hier. Sehr schön verarbeitet, handgearbeitet, viel Handarbeit. Das bringt Ordnung auf dem Tisch. Oder wenn man verschiedene Rechnungen bekommen hat, weiß aber nicht, welche man zunächst bezahlen soll, kann man was man nicht lieb hat, vielleicht ganz hinten stellen. Hier sieht man auch sehr gut verarbeitet verschiedene Möglichkeiten, Rechnungen und alles Mögliche auf den Tisch hinzustellen. Und dann Ordnung für Stifte sind auch da in Stein, in Jute oder in so als Schreibetui, die so Ordnung im Büro auf dem Tisch dafür sorgen soll. Und dann unterm Tisch ist auch Ordnung angesagt. Und da haben wir diese Mehrzweck-Taschen, ganz lang, kann man umkrempeln und lange machen oder ganz so krempeln, damit man nicht zu viel reinfassen muss. Ja, kann man die Länge einfach hier verändern. Man sieht auch, dass es sehr, sehr schön verarbeitet ist aus Baumwolle und Jute zusammen. Wenn es lang steht, wie hier, vielleicht kann man das ein bisschen. Da kann man verschiedene längere Sachen auch in dieser Tasche anbringen. So hoffen wir, dass unser Homeoffice-Bereich, Warengruppe Homeoffice, langsam Leben bekommt und mit Leben gefüllt wird. Ja, wenn wir jetzt hier nicht im Studio wären, sondern wirklich im Homeoffice, dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie aus dem Nachbarzimmer so ein bisschen Kindergeschrei zu hören ist. Ja, und vielleicht gehst du mal gucken, ob wir da auch Produkte haben fürs Kinderzimmer. Ja, zunächst ist Ordnung im Büro. Papa, Mama arbeitet, die Kinder sind beschäftigt. Und da haben wir gedacht, was ist wichtig für ein Kinderzimmer, Kinderabteilung. Da haben wir verschiedene Aufbewahrungsartikel oder Ware, Produkte aus Jute und Baumwolle. Hier möchte ich gerne einen Handelspartner vorstellen, Saidpur. Dieser Handelspartner hat uns begleitet, seitdem GEPA ins Leben gerufen ist. Sie waren dafür zuständig, dass wir Jute statt Plastik überhaupt auf dem Markt hatten. Das heißt, sie hatten früher
diese Produkte angebracht, die wir gebrandet haben als GEPA, Jute statt Plastik. Wir sind sehr, sehr viele Jahre unterwegs als plastikfreie Firma oder das Fairtrade plastikfrei ist. Und sie haben uns ganz tolle fröhliche Farben angeboten an Aufbewahrungstaschen oder Körper, wie man nennen darf. Da kann man alles für ein Kinderzimmer hier rein platzieren. Sehr, sehr große kann man auch ein bisschen umkrempeln, wenn es sein muss. Kann man noch viel mehr reinpacken oder einfach so lassen. Das heißt, die Lego-Blocks oder die Spielzeuge sind gut sortiert. Ich denke, für Eltern zu Hause ist immer wichtig, dass sie sofort Ordnung auch schaffen können, damit sie dann weiter entweder kochen können für die Kinder oder weiter mit denen spielen können. Auf dem Boden haben wir auch Teppiche von Procrity, die uns auch angeboten haben, weiß und schwarz. Und nochmal könnte man, wenn man nicht vielleicht denkt, ich will das nicht als Pinnwand, kann man auch diese auch als Sitzkissen auf dem Boden haben für die Kinder. Und da braucht ihr keine Angst zu haben, wenn irgendwas Kakao oder Schokolade drin ist. Das ist auch waschbar. Diese Filzprodukte sind wirklich robust, sind waschbar, wenn man einen sehr langsamer Waschgang hat. Schonender Waschgang kann man auch sauber machen. In Gelb und in Blau. Ja, und dann haben wir hier diese Dreieck, habe ich gestern erfahren, dass viele haben eine Nostalgie davon. Dieses Produkt erinnert manche, als sie klein waren, in die Schule gegangen sind und daraus aus so eine ähnliche Sache, etwas kleine Milch rausgetrunken haben. Das hat mir gefallen. Vielleicht deswegen haben wir das auch im Kinderzimmer, dass es im Kinderzimmer richtig passt, dass verschiedene Sachen reingepackt werden können. Man könnte sogar Kindersocken oder irgendwas in unterschiedlicher Art und Weise. Dann weiß das Kind, was ihr dann zunächst aufmachen soll, um sein Produkt oder sein Ware rauszuholen. Gut, du hast gerade Procrity erwähnt aus Bangladesch, die für uns zum Teil die Körbe produzieren, aber auch andere Produkte. Wir hatten ja vorhin angekündigt, dass wir noch auch einen Originalton von einem Handelspartner bekommen. Und Swapan Kumandesh aus Bangladesch wird uns jetzt einige Sachen erzählen. Das Interview ist nicht live. Wir haben das vor wenigen Tagen aufgezeichnet. Unsere Kollegin Dorothea Weber, die auch die Veranstaltung sehr intensiv mit vorbereitet hat, hat das Gespräch geführt. Und wir haben es aufgezeichnet, um es einfach auch untertiteln zu können. Und ich denke, wir werden einen kleinen Einblick bekommen, was sind die Herausforderungen von Procrity in den letzten anderthalb, zwei Jahren? Was sind auch die Ziele, die die Organisation verfolgt und welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen? Dann bitte ich mal die Regie, das Video einzuspielen. Hello, Schwabham. It is nice to see you. Thank you very much that you took your time for an interview with us. You are working for Procrity in Bangladesh and you supply us with very nice items like basketry and also upcycling items or massage articles. And therefore, we would like to hear something more of you for our assortment presentation for spring of this year, 2022. Welcome. Nice to see you. Thank you so much. And it's glad to be here to interview with you. Okay, then we'll start with the first question now. That is, how is your organization? How does it work? What is special about it? How many people are working in it, women, men? How did you start? Well, thank you so much. My name is Swapan Kumar Dash. I play the role of executive director, meaning the head of this organization. And I have been working here since 2010. And I worked many years for MCC, the Mennonite Central Committee. They are the creator of this organization, Procrity. We became an independent country in 1971. So in the early stage, the women, the men, everybody was suffering economic
was not very much good for the nation. So to do so, they started selecting the people, and one of their strategies was fantastic, that they were trying to figure out poorest of the poor. So when they went to the village, they saw that the women are the most the most poor in the community, in a sense that those who lost their husband or those who are the separated or divorced or somehow they are disconnected from their husband, the women were struggling to manage their families with their young children. So then MCC figured out that, yeah, they are the ones who should get some help in income generation. So the first challenge was to bring them out from home, because they needed to be given some training to be able to work on the products, specifically the basketry or the bags or the Christmas decoration and gifts. You know, one challenge was to use the traditional skills that, and the second challenge was to make it labor intensive, so that they wanted to have inexpensive materials which were available next to their doorstep. And at the same time, the skill could be utilized so that both would be a good combination for making inexpensive handicraft for the world market. How did you get through the pandemic so far? What consequences did you have to deal with? Which solutions and ways did you find to get through this time? That was probably really difficult, wasn't it? Well, yeah, it was. The pandemic, the coronavirus pandemic, nobody was sure actually what was going to happen. So everybody was kind of struggling to understand the situation. So our producers, they were asking us questions, what to do with that and how to manage that. The first thing what we tried to figure out whether our buyers would cancel the orders or they will keep them sustained. So the good thing about our buyers, they're all fair traders, and they realized that the producers would need work. So they said, well, what do you think about the producer's status? Would they be able to work? I said, yes, they would be able to work from home. So if you kindly can keep the orders, they can keep working. And whenever the situation improves, then we could initiate to ship them to you. So that way the orders were all sustained, and that was a good thing. Then producers started working from home. And one good thing about pandemic in Bangladesh is all our production units, you know, we are rural based. So in the rural areas, pandemic did not hit hard. And mostly the pandemic hit in the city areas. The producers were, they were maintaining all the health guidelines, but they were able to work from home. So they were working and they were keeping the products in their own custody. It was for about 45 or 50 days. And then all products were later collected from them. And then situation improved a little bit. And we were able to ship those goods. And in the meantime, what we did in these 45 days or 50 days, we were very much connected with our buyers. Like, we were exchanging our situation with each other. We were trying to understand how our buyers are doing, and buyers were trying to understand they want to see how the producers were doing. So we were exchanging some messages, some videos, some images. This was a different life. Like, it was such an exercise, like the human being has come close to each other through online. So that was the thing what we did a lot. So it was challenging, but it was also a blessing to be coming to each other very close. And at the same time, we developed some new items. Like in the pandemic period, you know, there was some demand for mask, face mask, or the basketry, the bird houses, or the many recycle and upcycle products. So our designers were very much smart.
they understood that people are now at home, and then they people would need different products than they needed before. And our producers were very much cooperative, and they were able to work from home. And our staff members, they were able to deliver the materials to their doorstep. Altogether, we saw that human being is really, really a nice creation of the God. And this was a big example of keeping close to each other. I in one way, I am happy that people love each other and people showed their respect to each other. Please give us some more information about your products in our range, the range of GEPA, our assortment, like how they are produced, special features, the quality, materials, this kind of stuff, especially for the upcycled baskets. Those are quite new now for us. The massage articles made out of hemp and the furoshiki cloth. Well, thank you. Our initially, we started with some natural fibers, like in Bangladesh, we grow jute. So jute has, in the jute industries, there are plenty of wastes. So we converted them to handmade paper. And from the handmade paper, our producers came up with a plenty of Christmas decoration and gifts. So that way, in the later life and later time, we used recycled shari. A shari is the one thing what all the women, almost 100% women in Bangladesh, they wear shari. And a shari is being worn for about 6 months. After 6 months, it becomes abandoned. It is a fantastic discover by one of our lady designer. But she discovered that, yeah, these sharis could be used in the basketry. And then gave a new look of the basketry and new market for the basketry. So that is the recycled sari. In later days, we saw that, you know, in Bangladesh, we have garment industry is booming up. So, but garment industry leave 10% wastes, that is upcycle or recycle. And we started using those in our bags or baskets or other Christmas decoration and gift items, specifically the denim, recycled denim. Denim, you can use those denims for making like aprons, making some small bags or purse, pencil cases. There are plenty of other things could be done by recycled denim. But the designers, they come up with plenty of ideas. And we are grateful that some of our buyers, when they have an idea and they know about Bangladesh, they throw that idea to us, and our designers and our producers, they have patience to work on that. So these are the recycle and upcycle materials we are using. We have currently been using, and we will use more of the garment waste in the coming days, since there are plenty of wastes in the garment industry. How do you see your perspectives as an organization? What are your prospects for the future, and which product groups or assortments do you want to develop and even expand, perhaps? Thank you. Well, we see that Prakriti is becoming a model of fair trade in Bangladesh. It is very much open to the artisans. It is very much transparent. It is very much like fair trade exercising one. And I should give credit to the Mennonites, because they started with a nice structural organization, and Prakriti has been following that over the years. And currently Prakriti is being expanding in its business or inviting more artisans in more rural areas to be involved in product development. And market-wise, I see the market is also expanding, and people are liking the additions of Prakriti, their products, and the Prakriti is the one who is taking care of the quality, taking care of the additions, taking care of, you know, all the fair trade commitments. So altogether, I see a bright future of Prakriti.
I've been here for the last 10 years, but I see that this organization is a really, really sustainable one, and it will go many more, many long ways, I wish. Thank you very much. Well, thank you so much too, and I'm very happy to be able to talk to you and represent my company. And please pass along my greetings to everybody there in GAPA, also all our consumers, and tell them their purchase is making a big difference on the ground, and our responsibility is to pass this message to each other, like consumers when they buy and their money is being transferred to the artisans, you know, changed a lot. Ja, soweit mal ein kurzer Originalton von unserem Handelspartner aus Bangladesch. Und mein Kollege Beat hat sich hier schon mal einen Korb genommen, wird er gleich was dazu erzählen, mache ich die Bühne gleich wieder frei. Und ich denke, da treffen sich jetzt mehrere Interessen. Wir haben sowieso auf dem Programm, jetzt die Körbe vorzustellen. Es gab schon Nachfragen auch im Chat zu den Körben und zu der Aufbewahrung. Ja, und wir haben es gerade gehört, wie diese Idee der Körbe entstanden ist. Aber Beat, erzähl noch mal ein bisschen mehr zu den Körben und zu den Aufbewahrungsmaterialien. Ja, Körbe sind mittlerweile in vielen Weltläden zu Hause. Ihr macht viel Umsätze damit und unterstützen dadurch die Produzenten. Hier ist ein Produkt von Procrity, was ihr genannt habt, diese Denim mit Henkel. Die sind zwei Stück. Sie sehen etwas kleiner aus hier. Sie sind Vorverschiffungsmuster, kann man so nennen. Wenn sie ankommen bei euch im Weltläden, wird es etwas höher sein. Ich habe es gehört, die Höhe ist etwas ein Drittel höher, als was hier zu sehen ist. Aber man sieht, wie gut sie verarbeitet haben. Und was war die Idee, was der Herr Chopin gesagt hat? Er meinte, die Produzenten selber kommen auf die Idee, erstmal zu sagen, okay, wir können den Henkel ein bisschen mit Denim zum Beispiel umwickeln. Dann hat man ein schönes Produkt mit einem ganz anderen Blick. Und was von unser Partner als ein super Produkt war, ist diese hier. Ein sehr schöner, bunter, gut verarbeiteter Korb, Wäschekorb mit getragenen Saris. Eine echte Upcycling-Produkt, unterschiedlich gefärbt oder unterschiedliche Farben, unterschiedliche Einwirkungen, gut in der Wahrnehmung, wenn das im Kinderzimmer steht. Diese sehr handisch, gut verarbeitet, und da drin in diesem Wäschekorb ist ein abnehmbarer Baumwollstoff, den man wegnehmen könnte und waschen kann. Das ist von Procrity. Kann man das auch anfangen? Das gefällt mir total. Sieht echt gut aus. Sehr bunt. Und von Procrity haben wir auch diese schöne, ich nenne das Wäschekorb. Manche können sagen Zeitungskorb. Aber mein Wäschekorb sieht so aus zu Hause. Deswegen finde ich das ganz toll. Und kann man alles so mehr Zweck für unterschiedliche Sachen nutzen. Auch mit diesen Saris. Für Leute, die fragen, ja, wie kommt das? Die Saris werden dann etwa 6 Monate angezogen und dann nach 6 Monaten wird neu gekauft. Und diese Produzentengruppe nehmen diese Saris, waschen sie und werden dann auf diese Kaisergras-Unterkunft oder Unterbau zusammen umwickeln, um schöne Körbe zu machen. Und die Körbe, die Aufbewahrung als Abteilung, als Warengruppe, hat kein Ende. Wir haben das aus Bambus hier. Ich nehme das kurz weg. Aus Bambus haben wir diese hier auch. Auch sehr schön verarbeitet. Sieht man auch unten eine Möglichkeit. Ganz unten, jetzt muss ich an die Kamera gucken hier. Hier zum Hinstellen. Diese aus Bambus, auch als Aufbewahrung. Passt auch in allen Zimmern in der Wohnung. Ich werde noch mal dazu was sagen. Oder diese hier mit Henkel, auch teilweise gefärbt. Auch als Aufbewahrungskorb in 2 Variationen.
Man sieht hier wirklich ein sehr tolles Muster. Überall gute verarbeitete Korbwaren. Dann gehe ich noch weiter zu dem hier. Aus Seegras. Verschiedene gefärbte Körbe. Bauchig, passt als Papierkorb in mein Homeoffice. Ordnung unterm Tisch. Oder als Aufbewahrungskorb im Kinderzimmer für Spielzeuge, für verschiedene Sachen. Man sieht hier, das hat die Kamera sehr gut gemacht, dass es eine gute handwerkliche Arbeit und Können ist von den Produzenten, die uns bescheren mit solchen tollen Aufbewahrungskörben, die in allen Weltläden auch einen Platz finden könnten und Absatz finden können. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier im GEPA-Präsentationsstudio. Ich hoffe, ihr hattet alle Zeit, einen Kakao zu trinken, wie die Techniker hier gerne mögen, oder einen guten GEPA-Kaffee. Und ja, nach dem Essen, wie heißt es so schön, Hände waschen, nicht vergessen, ich gehe ins Bad. Und wen fehle ich? Mein Kollegen Beat, der uns was erzählen kann zu Produkten, die wir im Badsortiment haben. Ja, zur Warengruppe Bad, die oft in Weltläden unter Drogerie kommt. Aber ich denke, wir müssen langsam diese Warengruppe noch mit Leben fühlen. Hier sind auch zwei Sachen sehr wichtig, und zwar, die sind die Farben. Hier haben wir leuchtende Grüntone und intensive Orange auch als Abweichung und ein bisschen abgeleitet von diesen vier Farben von unserer Wohnsortiment. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen mit den Tüchern, die wir haben. Ihr kennt unsere Hammam-Tücher. Die sind beliebt. Es wird wieder sagen, es ist kein neues Produkt. Für uns ist ein neues Produkt, hat eine neue Artikelnummer. Es ist wirklich ganz andere Farbtöne, die wir hier sehen. Diese leuchtende Grüntöne, auch intensive Orangetöne, sind hier zu sehen auf diese auch weiterhin gut gewebt. Und wie alle Sachen, die mit dem Haut in Kontakt kommen, die sind aus Bio-Baumwolle. In unserem Bad ist viel Bio und viel vegan. Was haben wir noch im Badbereich? Wir haben Gästehandtücher, wir haben Gesichtswaschtücher und wir haben Waschhandschuhen. Und das möchte ich nochmal sagen, wir haben an die Größe gearbeitet, dass es wirklich die Hand reingeht. Und wieder sehr gut gewebt, eine sehr komplizierte Gewebart oder Webart, die unsere Handelspartner beherrschen, dass wir dann als Tücher im Badezimmer vorhanden sein, bieten wir das an. Auf dem Boden, um Wasser aufzunehmen, sind diese Badematte oder Badematten in zwei Farben, grün und orange. Und dann für Ordnung in unser Badezimmer haben wir zunächst diese Körbe, die auch für alles mögliche Haarspangen, verschiedene Sachen, dass diese Körbe als Aufbewahrung in unser Badezimmer sorgt für Ordnung. Und wiederum ein Produkt, das mir am Anfang sehr neugierig gemacht hatte, bis ich das hier dran gesehen habe und den Namen auch gesehen habe, dass es ein Ringhalter ist. Weil am Anfang habe ich wirklich gerätselt, was kommt dann auf dieses Produkt. Als ich gesehen habe, für Ringe und vielleicht kann man vielleicht sogar seine Brille, wenn man irgendwie reinstecken kann, könnte man ausprobieren. Das Produkt hier ist von als Pendant zu unserer Keramik, auch in dieser Farbschattierung, die meine Kollegin Christina erklärt hat. Und nicht nur das,
sondern sie haben auch für uns Seifenschalen hergestellt und angeboten. Und Seifenschalen, wir wissen, dass Seifenschalen müssen immer für Trocknung auch sorgen. Und hier sehen wir, wo es eigentlich die Flüssigkeit laufen könnte, um auszukippen. Die Seife bleibt dann trocken auf diese Seifenschale. Und nicht nur diese Art von Seifenschale, die mir gefallen, die wirklich wie ein Kreis ist, in zwei verschiedene Arten, dieser Form, sondern aus zwei unterschiedlichen Produkten, einmal im Gästezimmer, einmal im Badezimmer, ist dein Bad gut ausgestattet. Nicht nur in dieser Keramik-Steinzeugart, sondern aus Stein haben wir auch diese zwei Steinarten von unserem Partner. Nice. Das ist die Gorara-Steinart hier, zwei Sorten. Und hier sehen wir die Lochung. Das sorgt auch dafür, auch sehr gut verarbeitet, wenn man sieht, dass jetzt wirklich jemand da gesessen hat und diese Löcher, man denkt manchmal, dass es mit Laser oder irgendwas gemacht wird. Das ist Handarbeit. Schön, dass diese Lochung auch einen guten Blick im Bad auch für unsere Seifen, damit sie auch trocken bleiben. Und noch dazu, in den gleichen zwei Steinarten haben wir diese Zahnbürstenhalter. Ja? Kann ich das hier zeigen? Ja, mit dem Loch rein. Für unsere Zahnbürsten. Und dann gibt es ganz schöne, lustige Figuren aus Deko, die uns gerade in eine Diskussion versetzt hat. Was macht man damit? Lass es einfach auf dem Badewanne liegen oder kann man auch was damit machen? Ich denke, das werde ich für viele von euch einfach sagen, wir überlassen euch diese Nutzung. Ich vermute und ich denke, ich könnte mein Hornhaut damit ein bisschen abreiben. Manche meinen, es wird nicht richtig klappen. Aber ich gehe die Wette an. Mein Hornhaut wird von diesem schönen Figürchen, ein Seepferdchen drauf, das ist eine Art Bimstein darunter, das ist Steinzeug oben eingeklebt, sieht gut aus, macht unser Badezimmer sehr lebendig. Einmal Frosch, wie von meinen Kollegen hier in der Hand. Ich habe das Seepferdchen und dann das dritte, dieser Oktopus. Und ich würde dann auch nochmal ergänzen, es heißt ja Fußmassagestein bei uns im Katalog und gestern bei der Generalprobe habe ich den einfach auch schon mal über die Hand gezogen und ich merke, da läuft einem schon ein so ein kleiner wohliger Schauer über den Rücken, also sehr zu empfehlen. Ja, also. Ja, und doch dazu für Ordnung im Badezimmer haben wir unsere Kosmetiktasche hier und unser Schuhsack und unser Kulturbeutel und dann auch ein Wäschesack in dieser Form. Das nehme ich und zeige ich auch diese. Und man sieht wieder in den Farben grün, leuchtender grün und intensiver orange. Wiederum eine Farbgebung, die unsere Badezimmer wirklich Leben reinbringt. Man sieht hier zwei Sachen, aber ich denke, die meisten haben schon geahnt, unsere Seifen. Die Seifen, die gerade eingeblendet sind, werden weiterhin im Sortiment bleiben. Und dazu kommen diese hier als unverpackt Seifen. Man sieht, wenn man die einzelne Packung nimmt und anschaut,
Unregelmäßigkeit ist es gewollt, dass es so ist, aber es zeigt auch, dass es Handarbeit, handgegossene Seifen sind. Und die meisten fragen, müssen wir vielleicht die ganze Karton verkaufen? Ich würde sagen, ja, wenn jemand einen ganzen Karton kaufen möchte, das wäre nicht schlecht. Aber wir haben gedacht, dass wir für jede Seife, die verkauft wird, auch so ein Etikettbeilage haben. Da drauf steht die Inhaltsstoffe, die Ingredients von unserem Produkt hier und auch die E1-Code, damit ihr an der Kasse einscannen könnt. Das heißt, wenn an der Kasse diese zwei Artikel im Sortiment sind und an der Kasse das liegt, kann man jeder, der eine Scannerkasse haben, sofort einscannen und kann man auch diese als ganze Packung kaufen oder als einzelne kaufen. Das wird unser Seifensortiment bereichern. Die zwei, Handseife Conchita und Handseife Prafat, werden unser Seifensortiment ergänzen. Und damit denke ich, dass wir für Frühjahr 2022 im Badbereich ein ergänzendes Sortiment und ergänzende Produkte für euer Sortiment in dem Bereich angeboten haben. Und ich war gespannt, wenn ich in Läden vorbeikomme, wenn sie gerade umziehen, ob dann diese Produkte zu finden werden. Ja, Lutz. Ja, vielen Dank, Beat. Vielleicht können wir noch mal gucken, wonach die Seife duftet. Das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht herauszufinden mit der eigenen Nase bei einer gut komponierten Seife. Aber ich denke, das können wir vielleicht noch mal nachreichen, ein bisschen später. Ja. Jetzt hast du uns bisher sehr schön durch den Tag geleitet. Von dem Frühstückstisch am Anfang mit den Tassen, den Eierbechern, der neuen Keramik. Dann hin über das Homeoffice, Kinderzimmer. Jetzt waren wir gerade im Bad. Du hast uns die Seifen vorgestellt. Auch die Zahnbürstenhalter. Jetzt könnte man denken, ja, jetzt ist bald Nacht. Was haben wir da zu bieten, Beat, wenn wir uns sozusagen, wenn der Tag zu Ende ist? Welche Produkte haben wir da neu im Sortiment? Ja, wir kommen gerade zu unserer Nachtwäsche, Warengruppe Nachtwäsche. Hier haben wir neue Modelle angeboten. Sehr feminin, ein Nachthemd, ein Damenpyjama, hier auf dieser Seite nochmal. Sehr schön für Sommer, weil sie ein Single Jersey sind. Das heißt etwas leichter, man schwitzt nicht, wenn man diese Pyjama anzieht. Und ich freue mich ganz besonders auf diese männliche Pyjama mit kurzen Hosen. Das gefällt mir. So schlafe ich auch. Und deswegen ist es eine gute Ergänzung. Aber was gerade Mode ist, ist, dass die ganze Familie eingetaucht wird in eine Art Nacktwäsche. Und deswegen haben wir für den Mann, für die Frau, das etwas länglich. Vielleicht kann man das hier für die Frau nochmal zeigen, wenn es möglich ist von diese Kamera. Und geht mal ein bisschen nach unten. Und dann Dankeschön. Und dann für das Kind auch haben wir diese zwei Set, auch ein Single Jersey mit einer kurzen Hose. Das heißt Mama, Papa und Kind, alle im gleichen Schlafanzug, liegen im Bett und lesen eine Geschichte vor. Das stelle ich mir eine sehr schöne Sache vor, auch als Vater. Und noch dazu ist unser Handelspartner ein sehr sozial engagierter Handelspartner, der wirklich diese Produkte anbietet. Ich habe gelesen, dass die Firma das Schulgeld für die Kinder von den Mitarbeitern einfach zahlt. Und das ist gut. Ich sage, wenn Leute unser Pyjama anziehen und schlafen, können die Kinder von den Herstellern von diesen
Pyjama auch gut schlafen und gut träumen. Und für diese Zusatzprodukte, die wir hier haben, diese Florale, hat mein Kollege mir ein Wort im Ohr geflüstert. Das ist die Biese. Diese hier, diese weiße Sache, was man hier sieht, sehr gut verarbeitet. Das ist ein durchgeknöpfter Pyjama für die Frau. Und mit dieser Biese, dieser weißen Biese, wenn man sieht, wie es verarbeitet ist, kann man sagen, es ist eine sehr hohe Qualität, die wir jetzt anbieten mit dieser Floral hier. Und gleich als Nackthemd in diese als Pendant dazu. Das heißt, wir machen die Haushalte gemütlich und kuschelig mit unserer Pyjama. Und ich hoffe, dass sie auch bei euch Platz finden in euer Sortiment. Ich denke, mittlerweile in vielen neuen Gründungen sehe ich, dass viele Läden schaffen oder wollen neue Bereiche aufmachen, in den Bereichen Textilien. Und da sind mit unserer Nachtwäsche wirklich ein gutes ergänzendes Sortiment mit einem Potenzial für viel Umsatz für euch und dadurch auch schöne Träume für die Produzenten, die das herstellen. Vielen Dank dafür, Beat. Bei den Textilien haben wir noch ein weiteres Produkt im Sortiment, was uns jetzt schon seit, glaube ich, einigen Jahren begleitet, was auch ein sehr erfolgreiches Produkt ist. Die Socken. Was haben wir für diese Saison neu im Sortiment? Die Socken. Zum ersten Mal haben wir Kindersocken im Sortiment. Ganz schön zu sehen. Wir haben sehr schöne Muster, oder unser Handelspartner hat uns sehr schöne Muster angeboten, so Palmen. Und das ist mein Liebling, diese Affe mit Bananen hier. In brasilianische Farben. Sieht gut aus. Ja, und das ist, was die Kinder auch anziehen können und Freude dran haben können. Wir haben uns ein bisschen im Bereich dieser Spaßsocken oder Fan-Socken auf Englisch. Da haben wir hier so Blüte drauf oder Bienen. Und wir haben auch leckere Honig. Und ich hoffe, dass wir zum Beispiel zum Weltbienentag, wenn alle Mitarbeiter im Weltladen mit unseren Socken, mit Bienen anziehen und dieser Tag wirklich zelebrieren und überall Geber Honig zu sehen ist, ich denke, wir hätten dann einen super Umsatz für unsere Honigproduzenten, unsere Sockenproduzenten, die das unser Bienen zur Ehre ihr super Socken angeboten haben. Wir bleiben auch mit ein paar so Karo-Muster, die so in die klassische, wo die Leute nicht vielleicht sich trauen, Bienensocken anzusehen, können sie auch in diesem Bereich diese Art von Socken ein bisschen zurückhaltender Karo-Muster auch anziehen. Ja, wie gesagt, Textilien bildet eine neue Warengruppe im Weltladenbereich. Wir sind da mit unserer Bio-Baum Wolle und Bio-Socken. Dazu wird meine Kollegin noch was sagen, hat mir Lutz gesagt. Ja, liebe Christina, komm noch mal zu uns hier vorne auf die Bühne. Bevor du jetzt noch ein bisschen was zu den Socken und unserem Partner dort erzählst, eine Frage, die sich vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer auch gestellt haben. Normalerweise geben wir auch Preise bei unseren Produkten an. Ja, und das ist ja auch üblich im Handel. Jetzt haben wir schon seit längerem gesagt, dass es für uns gar nicht so leicht ist, die Preise abzubilden, weil es viele Gründe gibt für Preisveränderungen. Es wäre schön, wenn du darauf noch mal kurz eingehen könntest, bevor wir zu den Sockenproduzenten kommen. Also was führt dazu, dass wir momentan keine Preise angeben können, beziehungsweise wann und wie werden die Preise festgelegt? Was spielt dabei alles eine Rolle? Ja, also die Preise, die unverbindlichen, die UVPs, damit ich das richtige Wort benutze, die werden dieses Jahr noch einmal dann festgelegt, wenn wir Einkäuferinnen die finalen Preise, nicht nur für die Produkte, die stehen natürlich fest, aber für die Seefracht und für die Nachlaufkosten, in dem Fall von Rotterdam oder bei den Socken, die kommen per LKW aus Istanbul,
beziehungsweise aus Spanien. Wenn die feststehen, dann kalkulieren wir flugs den UVP, damit wir für die GEPA eben auch wirklich sicherstellen, dass die Produkte kostendeckend und eben mit einer notwendigen Marge an Sie abgegeben werden können. Es ist dieses Jahr 2022 immer noch so, dass die Seefrachten, ich hatte es vorher schon erwähnt, dass sie nicht nur sehr knapp sind, sondern Verknappung bedeutet auch immer Verteuerung, also Containerkosten ein Vielfaches von dem, was sie noch letztes Jahr oder gar in 2020 gekostet haben. Und ehrlich gesagt, als ich heute Morgen an der Tankstelle vorbeigefahren bin und einen Spritpreis von 2,35 gesehen habe, dann wusste ich, okay, das wird zum Beispiel sehr schwierig, den Preis für die Socken zu halten, weil wir da einen langen Transport aus der Türkei bzw. aus Spanien haben werden. Also wir bitten Sie auch dieses Frühjahr nochmal um Ihr Verständnis, dass wir Preise zum Beispiel auf der Website, in unserem Online-Shop zeigen, aber unter Umständen muss der Preis korrigiert werden, wenn die Ware endgültig eintrifft und die Nachlaufkosten und Seefrachtkosten feststehen. Okay, danke für diesen kurzen Einblick. Jetzt ist es so, bei den Socken, da haben wir sehr viele schöne Muster. Wir haben auch schon in Erfahrung gebracht, das sind ja Bio-Baumwollsocken. Jetzt würde mich mal interessieren und vielleicht auch unsere Zuschauerin, was heißt das eigentlich für so ein Familienunternehmen, die Sockenproduktion auf Bio umzustellen? Ja, also was sind so die Herausforderungen? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben. Und dann vielleicht auch, was es auch mit unserem Handelspartner in der Türkei macht, die Folgen der Pandemie, wie gehen Sie damit um? Wie können Sie das bewältigen? Ja, also die Firma, das ist ein Familienunternehmen, Bulusch ist ein Familienunternehmen, das in Istanbul ist. Sie haben 31 Mitarbeiterinnen, davon sind 17 Frauen. Gegründet wurde das von Herrn Ahmet Akgul in 1983. Damals waren das Socken aus konventioneller Biobaumwolle. Und 2010 haben sie beschlossen, die Produktion auf Biobaumwolle, und zwar GOTS-zertifizierte Biobaumwolle, umzustellen. Ungefähr zeitgleich kann man sagen, dass auch der Biobaumwollanbau in der Türkei richtig Fahrt aufgenommen haben, denn tatsächlich wird zum größten Teil türkische Biobaumwolle bei der Produktion der Socken verwendet. Die wächst an der Ägäis und im Südosten der Türkei. 2010 die Umstellung auf Biobaumwolle. Es gibt immer noch einen kleinen Verkauf auf dem heimischen Markt. Der ist dann nach wie vor für die Erwachsenen in konventioneller Biobaumwolle, weil der nachhaltige Einkauf in der Türkei vielleicht noch ein bisschen geringer ist als bei uns. Wobei Kindersocken werden auch in der Türkei, also auf dem heimischen Markt, in Biobaumwolle angeboten. Die Firma Akgul ist neben der Biobaumwolle, versucht sie auch sonst ökologisch zu handeln. Zum Beispiel wurde uns vor 2 Wochen, als wir die Möglichkeit hatten, mit VertreterInnen auf der Inatex zu sprechen, haben sie erwähnt, dass sie zum Beispiel ihren gesamten Strombedarf und die Webstühle oder Strickstühle der Socken sind elektrisch, dass die aus regenerativen Energien, also sie haben einen Stromversorger, der einspeist Wind- und Sonnenenergie. Sehr schön. Du hast gerade eben kurz erwähnt, das Thema GOTS-Zertifizierung, dass die Produktion so ist. Nun finde ich das auf unseren Socken nicht. Vielleicht kannst du dazu kurz mal was erzählen und vielleicht kann die Regie auch nochmal die Folie einblenden, damit auch die Zuschauerinnen erkennen können, wovon wir gerade reden. Ist die Folie schon zu sehen? Hier sind sie. Das Gleiche gilt übrigens, das ist jetzt gerade eine gute Idee, weil Beat vorher die Pyjamas moderiert hat. Das Gleiche gilt auch für die Bio-Baumwoll-Schlafanzüge von Rasch Lakshmi. Sowohl Rasch Lakshmi, also der
Produzent, die Produzentenorganisation der Pyjama als auch Bulush sind GOTS zertifiziert. Das ist der Global Organic Textile Standard. Das ist das Regelwerk, das momentan das ökologische Regelwerk für nachhaltig hergestellte Naturtextilien. Das bedeutet immer, dass vom Anbau der Biobaumwolle über das Entkernen der Biobaumwolle, danach wird es ja gesponnen, damit wir Garne haben, die Garnfärbung und dann letztendlich auch die eigentliche Konfektionierung oder Herstellung, egal ob das jetzt ein Wallstoff ist, ein Single Jersey oder eben eine Socke, das muss nach einem sehr strengen Regelwerk, das GOTS vorgibt, ablaufen. Das sind nicht nur ökologische Kriterien und Regularien, die eingehalten werden und strengstens auch überprüft von GOTS, sondern es umfasst eben auch soziale Mindestanforderungen, Standards. Ich würde mal die wichtigsten nennen. Das ist ein sicherer Arbeitsumfeld, natürlich keine Kinderarbeit und das Einhalten mindestens von Mindestlöhnen. Ja, und warum, um vielleicht die Folie nochmal zu zeigen, damit ich das besser für die Kundinnen illustrieren kann. Wir haben jetzt festgestellt, also es wird, die beiden Partner sind GOTS zertifiziert. Die Produkte werden aus GOTS zertifizierter Biobaumwolle hergestellt. Und warum findet sich das nicht auf dem jeweiligen entweder Sockenetikett oder auch bei den Pyjamas auf den Labels? Global Textile Label dürften wir nur aufbringen, wenn unser Kooperationspartner Oxfam Intermon in Spanien und die GEPA selber GOTS zertifiziert sind. Das sind wir nicht, weil wir im Moment noch sehr kleine Mengen an GOTS zertifizierter an Produkten, die aus GOTS zertifizierter Biobaumwolle hergestellt sind. In Zukunft könnte sich das ändern, aber momentan ist es nicht möglich. Deswegen dürfen wir auch im Sprachgebrauch, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie vielleicht Handelspartnerinfos lesen oder einen Artikel von einer der Kollegen im GEPA aktuell. Wir dürfen nicht von GOTS-zertifizierten Socken, GOTS-zertifizierten Pyjamas sprechen, das verbietet GOTS. Wir dürfen sagen, wir erhalten sie von einem GOTS-zertifizierten Produzenten. Nichtsdestotrotz, wir bieten Ihnen die höchste Qualität an einem GOTS-zertifizierten Produkt an, weil bei den Pyjamas ist es 100% Biobaumwolle und bei den Socken werden 98% Biobaumwolle, GOTS-zertifizierte Biobaumwolle verarbeitet mit nur 2% Elastan. Und das ist eine deutlich nachhaltigere und auch wertvollere Socke, die zum Beispiel nur aus 80% Biobaumwolle, dann noch vielleicht 16% Polyamid und 4 Elastan stehen würde. Vielleicht sage ich noch was zum Biobaumwollpreis. Ja, das ist eine der Auswirkungen der Covid-Pandemie, nicht nur in der Türkei, sondern das Gleiche gilt auch für Indien, das Gleiche gilt für die Biobaumwollartikel von Cooptex. Der Preis, ich spreche jetzt von der türkischen Biobaumwolle, die ist seit 2021 um 63% gestiegen. Warum ist die so gestiegen? Sie ist gestiegen zum einen, dass Corona, vielleicht ist es einer der wenigen positiven Effekte, dass ein gewisses Umdenken stattgefunden hat bei uns Konsumentinnen und es werden deutlich mehr Biobaumwollprodukte angeboten, was positiv ist, aber es ist sozusagen ein großer Bedarf an Biobaumwolle und das lässt immer den Preis steigen. Und was jetzt eher bekümmernd ist, dass viele GOTS-zertifizierte Biobaumbauern in den Anbauländern während diesen 2 Jahren nicht regelmäßig von GOTS besucht werden konnten, deswegen ihre Zertifizierung unter Umständen für ein Jahr verloren haben, obwohl sie natürlich selbstverständlich weiterhin pestizidfrei die Biobaumwolle angeboten haben und dadurch auch weniger Biobaumwolle auf den Markt gekommen ist. Vielleicht sage ich noch 2 Sachen, die
bullisch während der Lockdown-Situation oder während der Covid-19-Pandemie. Ja, sehr gern. Das war ja auch eine der Fragen, die ich vorhin gestellt genau, habe, wie auch sozusagen durchleben die Auswertung musste. Da umgegangen wurde. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, es sind 31 MitarbeiterInnen, die also auch wirklich letztes Jahr, ich glaube, 4 bis 6 Wochen nicht zur Arbeit erscheinen durften. Da waren die Zahlen unglaublich hochgegangen in der Türkei. Das ist natürlich krass für also ein kleines Familienunternehmen, weil wenn nicht produziert wird, dann werden die Aufträge nicht fertig. Und das bedeutet auch, dass die Rechnungen nicht verschickt werden können und nicht bezahlt werden. Also auch da ist ein enormer Rückstau. Des Weiteren so eine Herausforderung, ich habe dann auch die Tochter des Besitzers gefragt, die gleichzeitig Produktionsmanagerin dort vor Ort ist und sich sehr gut auskennt. Ich glaube auch sehr für ein gutes Miteinander unterhalb Belegschaft sorgt. Eine sehr sympathische Frau, die eben auch erwähnt hat, die Herausforderungen sind also massiv gestiegene Bio-Baumwollpreise, auch Verknappung der Rohmaterialien. Und darüber hinaus, wie Sie vielleicht auch wissen, es ist eine sehr schwere wirtschaftliche Situation in der Türkei. Es gibt eine hohe Inflation. Die türkische Lira ist im freien Fall. Und diese Unsicherheiten sind für ein relativ kleines Familienunternehmen schon sehr kritisch und schwierig. Bei den Socken ist es so, wie bei den Pyjamas, Sie werden es ja auf der Website sehen, da steht im Moment verfügbar eventuell KW17, das ist also Ende April. Auch da bei Raschlakshmi konnte wochenlang nicht verschiffen, weil einfach viel zu wenig Frachtkapazitäten waren. Und bei den Sockenproduktionen, da merkt man einfach, kleines Unternehmen, da werden jetzt nicht einfach nochmal 5 Leute eingestellt. Da ist sozusagen noch ein ziemlicher Produktionsrückstau aus der Lockdown-Zeit. Habe ich noch irgendwas zu berichten, was interessant wäre? Ich sage mal, bestimmt hättest du noch was zu berichten. Ich denke, das, was wir heute an Fragen gestellt haben, konntest du uns erstmal vermitteln. Gut. Wir haben ja auch ein Programm, die Zeit läuft weiter. Ich sage mal, vielen Dank an dich für diesen Einblick in beide Unternehmen, die du uns berichtet hast. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie treu und kaufen Sie unsere Produkte. Genau. Dankeschön. Ich halte noch mal als Überleitung zu den nächsten Produkten noch mal die Kindersocken in die Kamera. Es gibt insgesamt 4 Größen. Also wenn sich jemand von den ZuschauerInnen die Frage gestellt hat, okay, ja, was kann ich denn empfehlen, wenn Onkel oder Oma, Opa fragt? Es gibt wirklich 4 verschiedene Größen. 3 davon kann ich jetzt hier mal in die Kamera halten. Also sodass also für viele Kinderfüße eine passende Größe dabei ist. Das noch mal zum Abschluss des Themas Socken. Und dann, Beat, komm du noch mal wieder ran hier ins Bild. Wir haben ja noch einen Thementisch aus dem Bereich Handwerk, wo du dich vorbereitet hast. Also ich sag mal, Taschentücher, die Bühne ist wieder deine. Ja, modische Accessoires, auch eine Warengruppe in Weltläden. Und da sind wir immer in einer Situation, ob wir selber Avantgarde sind in Mode Trends setzen oder wir uns anpassen soll an die Mode, was gerade läuft. Und deswegen ist es eigentlich manchmal klug, klassisch zu bleiben. Und deswegen sieht man hier, dass die Taschen, die als Ledertaschen angeboten werden, auch so in diese klassische Farben sind. Wir haben Nussbaum und ein bisschen andere Farbe, so in den dunklen Bereich, einfach klassisch. Ganz unten haben wir auch Börsen, aber das ist erwähnenswert, dass diese Börsen eigentlich aus Ökoleder hergestellt werden. Das ist eigentlich eine Idee von europäischen Fairtrade-Organisationen, Ökoleder bzw. andere Art von Gerbung zu unterstützen und andere Art von Verarbeitung von Leder zu unterstützen und damit es etwas ökologisch ist. Ja? Und wir haben Ökoleder. Die Herausforderung bei Ökoleder ist, dass es etwa
teurer ist und man vergleicht das sofort mit den konventionellen Lederprodukten und sagt, ja, wieso soll ich dann viel Geld ausgeben? Aber wenn man schon mal vor Ort gewesen ist und geschaut hat und gesehen hat, wie Leder gegerbt wird, dann wird man einfach schnell auf die Idee kommen, Ecoleder ist eigentlich die Zukunft. Deswegen haben wir hier in diesem klassischen Bereich, das heißt diese Handtaschen, die wir hier sehen, oder Umhängertaschen, die hier zu sehen sind, die passen in die Mode. Ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren, was ist jetzt gerade Mode. Ja? Und ich habe verschiedene Informationen bekommen. Jetzt gerade in Paris ist die Modeschau vorbei, in Amerika ist es vorbei und auf einmal tendieren sie. Aber eine Sache habe ich gelesen, die ich weitergeben kann. Wenn man klassisch bleibt, in den klassischen Farben, kann man alles kombinieren. Wir haben auch nebenan diese Schals. Und hier sieht man auch, dass GEPA sehr lange mit Handelspartnern arbeiten, EMA, die uns weiterhin Produkte anbieten. Alle die Handelspartner, die ich vorgestellt habe, sind auch teilweise langjährige Handelspartner, die mit uns unterwegs gewesen sind. Wir haben im Schaubereich drei Materialien. Das ist erstmal diese hier. Ich nehme die hier zu zeigen. Mit Franzen, das ist aus Leinen. Auch sehr gut verarbeitet mit einzelnen Zeichen, die auch dazu führen, dass es handgewebt ist. Manchmal möchten gerne viele Kunden, vielleicht nicht die Mitarbeiter im Weltlin, aber Kunden, das reklamieren, weil sie irgendwann denken, es gibt einen Fehler. Es ist eigentlich nicht ein Fehler, sondern diese Art von Weberei wird immer wieder nicht 100% sozusagen wie ein maschinell hergestelltes Produkt sein. Und das gehört dazu zur Handarbeit. Aus Leinen haben wir diese Schals oder aus Seide, handbedruckte Seide, auch wie diese hier, sehr luftig für die Sommerzeit, Frühjahrszeit, das ist Seide. Hier ist der Saum rollierend und ich habe es gehört, dass es eine sehr aufwendige Arbeit ist, mit der Hand zu rollieren, dass dieser Saum sozusagen richtig schließt. Und das ist ein rollierender Saum aus Seidentücher für uns. Und dann, was hier zu sehen ist, das muss der Kamera dann auffangen, diese Reihenfolge hier. Von dieser hier sind Bio-Baumwoll, auch handbedrückte Baumwollschals. Auch sehr, sehr leicht. Ich gehe kurz dazu. Nehme ich eins. Und da merke ich, dass wirklich ein super Produkt ist für den Sommer. Ja, ganz leicht auch in diese gängige modische Farben für Frühjahr, Sommer zu sehen. Auch von dem Material her ist es auch lang genug, dass man richtig drumherum binden kann, auch modisch, auch kombinierbar mit anderen und verschiedene Artenweise oder Schattierungen. Ja, damit ist unser Bereich modische Accessoires fast fertig, außer mein Lieblingsprodukt hier. Der letzte. Ich habe gelesen, dass wir einen Rucksack bekommen aus Canvas. Sehr gut verarbeitet. Teilweise steht auch Laptop-Tasche. Und ich habe erstmal das so nicht von Anblick her gesehen, weil anders war. Warum war es anders? Hier sieht man, dass es ein Rucksack ist. Aber dieser Rucksack kann in eine kurze Zeit umgewandelt werden zu einer normalen Umhängetasche. Und meine Herausforderung war, dass ich nicht wusste, dass es so ist. Und deswegen hing es damals so. Das ist hier, man sieht, dass ich hier einfach locker gemacht habe, kann ich diese Umhängeteil ausziehen. Wenn ich diese Tasche nicht als Rucksack mit unterwegs nehmen möchte, kann ich sehr, sehr schnell nehmen und von der Schnalle hier, ich hoffe, dass die Kamera alles so meine Aufwendung,
Arbeit hier fast, damit ihr seht. Aber es geht ganz schnell. Wenn ich keine Lust habe, als Rucksack zu tragen, kann ich das hier an die Seite und ist falsch aufgehängt, weil ich diese Seite hier haben möchte. Dann habe ich meine Tasche als Umhängetasche. Und ich kann auch hier ein bisschen machen, dass es zu meiner Größe passt. Das passt zu Lutz Größe, aber zu meiner Größe wäre das irgendwie so hier. Dann habe ich alles in der Hand. Das ist mein Lieblingsprodukt. Das ist ohne Leder. Es gibt kaum was Produkte mit teilweise Leder waren. Das ist ohne Leder und hat viel verschiedene Teile in für unsere Tasche. Es gibt sogar einen Bereich, wo man sogar Getränke reinpacken kann. Super Produkt, super Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ihr unser Katalog anschauen und wenn wir letztendlich alles berechnen, haben wir eine Tasche, die auch zu unserer Taschenreihe gehören kann. Lutz, ich sehe, ich bin soweit fertig. Ja, hast uns sehr schön durch das neue Handwerkssortiment geführt. Vielen Dank dafür, Piet. Handwerk sind wir noch nicht ganz fertig. Ich habe noch eine Zusatzinformation für Sie, für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben ja schon über viele Kooperationen heute gehört mit unseren Handelspartnern, ob in Indien, ob in Bangladesch. Auch die Zusammenarbeit mit der Verhandelsorganisation Oxfam Intermon in Spanien, mit denen wir gemeinsam die Socken aus der Türkei importieren. Und wir haben auch hier in Deutschland eine Kooperation. Wir arbeiten mit der Verhandelsorganisation in Globo zusammen. Und an dieser Stelle auch einen kleinen Gruß nach Beckedorf an die Kollegen dort. Und ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, ich kann euch einladen, schaut auch bei uns auf der Webseite, was wir in der Rubrik Globo an neuen Artikeln zu bieten haben. Schaut einfach mal rein, was ihr zur Vervollständigung des Sortiments auch aus der Globo-Auswahl in euren Laden übernehmen könnt. So, ja, dann sind wir mit dem Handwerk durch und dann drehe ich mich ein bisschen um und komme zu dem, was wir bei den Lebensmitteln jetzt vorstellen wollen. Ich sage mal, wir haben als Menschheit momentan, glaube ich, sehr viele Herausforderungen zu bestehen und der Klimawandel ist, denke ich, eine der ganz, ganz wichtigen. Und was man hier sehen kann, sind unsere Schokoladen Choco for Change, beide Editionen. Die erste, das war die Vollmilchschokolade. Dann haben wir seit einem Jahr auch die vegane Edition, die ich hier nochmal in die Kamera halte oder die auf dem Display auch zu sehen ist. Was ist jetzt das Besondere an dieser Choco for Change vegan? Das ist, hat mehrere Aspekte. Das eine ist, dass wir von unseren Kundinnen und Kunden angefragt wurden, ist ja toll, Geber, dass ihr eine Klimaschokolade macht und da Projekte unterstützt, zum Beispiel energiesparende Öfen finanziert. Aber wie sieht es denn aus? Kann man nicht an der Rezeptur der Schokolade noch etwas verändern? Und dann haben wir überlegt, naja, was kann man machen? Immer wieder mal ist auch gewünscht, ohne Rohrzucker oder Rübenzucker zu arbeiten. Dann haben wir einen Partner in Tunesien, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, Benigreb, von denen wir auch die Datteln im Sortiment haben. Diese Datteln, lange Zeit waren die als süß und saftig bekannt. Und aufgrund des Klimawandels ist es aber auch so, dass selbst die Dattelpalmen immer weniger Wasser bekommen, was dann dazu führt, dass die Datteln tendenziell zwar immer noch sehr, sehr süß sind, aber immer weniger saftig und damit ausfallen in der Vermarktung. Und wie ist es so schön, wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Limonade draus, hat auch Benigreb überlegt, was man tun kann. Dann gesagt, okay, dann könnte man die Datteln vielleicht komplett trocknen und vermahlen und als Süßungsmittel einsetzen in einer Schokolade. Und das war dann die Idee, die die Kollegen unserer Sortimentsabteilung umgesetzt haben mit unserem Partner der Schokoladenfabrik und haben dann eine Rezeptur entwickelt mit sehr wenig Zutaten, nämlich genau 4. Wir haben natürlich als Hauptbestandteil drin alles, was Kakao und Schokolade ausmacht, also Kakaomasse, Kakaobutter. Wir haben dann drin die gemahlenen Datteln. Wir haben einen Hauch Vanille drin und um noch ein bisschen den Schmelz zu erzeugen, haben wir ein bisschen Haselnussmark in dieser leckeren Schokolade. Und ich kann sagen, es lohnt sich. Es ist eine sehr andere Schokolade. Für mich ist es eher so eine Art Dattelpraline. Und was auch sehr schön ist, ich werde gleich mal eine Tafel öffnen. Wenn wir sie auspacken,
haben wir einerseits die Schokolade in Großform, also schöne 4, 8 große Stücken. Und ich empfehle tatsächlich auch, so ein Stück dann davon zu nehmen und auf der Zunge zergehen lassen. Ich würde es jetzt liebend gerne tun, aber dann kann ich nicht weiterreden. Das wäre heute ein bisschen schade. Ich gönne mir das dann nach der Veranstaltung. Lass die mal hier liegen. Was auch noch sehr interessant ist, dass wir auch den Innenwickel nochmal bedruckt haben, dass wir da einerseits erzählen, wer bekommt eigentlich welchen Anteil an dieser Schokolade und auch, was das Besondere an dieser Schoko for Change vegan ist. Also, ich lade euch ein, die selber mal zu probieren und ruhig ein bisschen länger auf der Zunge schmelzen lassen, um die komplexen Aromen freisetzen zu können. Es lohnt sich. So, was haben wir noch, mit dem ihr in den Weltläden erfolgreich sein könnt? Wir haben einige Tees und die Tees sind zwar jetzt nicht neu im Frühjahr gekommen, also sowohl der Fenchel-Thymian-Tee als auch der Zitronengras-Kräutertee. Ich halte die beide hier nochmal in die Kamera. Was wir haben, zwei sehr schöne Beuteltees. Der eine, denke ich, passt jetzt noch gerade in dieser Übergangszeit. Das ist der Fenchel-Thymian-Tee. Ein leicht wärmender Tee. Wir haben jetzt Tage, die Sonne scheint draußen. Tagsüber ist es schon recht angenehm mit 10, 12 Grad, aber abends wird es doch recht frisch immer wieder mal. Da kann man dann tatsächlich zu dem wärmenden Fenchel-Thymian-Tee greifen. Und ich denke, der Zitronengras-Kräutertee, das ist so ein Blick mehr in das Frühjahr hinein, auch in den Frühsommer, wenn man abends auch mal was Erfrischendes haben möchte. Da ist als Hauptbestandteil natürlich drin das Zitronengras. Dann haben wir ein bisschen grünen Rooibos-Tee mit drin. Wir haben auch zwei verschiedene Minzsorten, die dann so ein bisschen Frische mit reinbringen. Also ruhig mal ausprobieren, beide Sorten. Es lohnt sich. Ja, und dann komme ich doch direkt hier bei einem Klassiker vorbei, den die meisten schon kennen. Wir sehen es auch gerade nochmal eingeblendet, den Darjeeling-Tee von Tea Promoters India, einem Partner, mit dem wir den Bio-Tee, die Bio-Tee-Vermarktung in Deutschland überhaupt begonnen haben. Und das Schöne ist, dass dieser Tee schon sehr, sehr lange im Ursprung verpackt wird, eigentlich lange bevor das Wort benutzt wurde. Und auch hier ist es jetzt wieder so, dass die Verpackung in Indien von TPI erworben wird. Dann wird der Tee abgefüllt. Wir haben oben den wieder verschließbaren Frischeverschluss. Und dann ist er wieder da. Also gebt ihm einen guten Platz im Sortiment, damit die Kunden in den Weltläden auch den Darjeeling-Tee wieder genießen können. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich unseren Kaffee Organico und da haben wir eine ganze Menge zu erzählen. Jetzt kommt die Kamera, schwenkt schon gerade auf das Organico-Display. Das möchte ich jetzt vorstellen, der Kaffee Organico. Seit 1986 ist er bei uns im Programm, einer der ersten Bio-Kaffees auf dem deutschen Markt. Die schon lange im Weltladen sind, werden wissen, dass ursprünglich war es mal der Mexico Organico. Später haben wir diversifiziert, was die Lieferanten, sprich Handelspartner betrifft, sodass jetzt Kaffee aus mehreren Ländern da drin ist. Und 2020 haben wir den bekannten Organico, also ich sag mal, diese grüne Packung ist die, die, glaube ich, die meisten kennen, auch wenn sie über die Jahre immer wieder mal das Design verändert hat. Dieser Kaffee Organico hat noch Geschwister bekommen. Und zwar möchte ich an dieser Stelle mal nennen, den Organico Espresso stellvertretend. Gibt natürlich auch den Kaffee Crema dazu. Einfach um zu sagen, okay, da gibt es eine Marke, nämlich Organico, die ist bekannt, die ist eingeführt. Und wir wissen natürlich auch, dass der deutsche Kaffeemarkt sich verändert, dass die Trinkgewohnheiten sich ändern, dass Konsumenten nicht nur Filterkaffee trinken, sondern viele haben einen kleinen Vollautomaten zu Hause. Und da ist dieser Organico Espresso oder auch Crema bestens geeignet. Und kann ich sehr, sehr weiterempfehlen. Und was ist jetzt unsere Idee? Unsere Idee, dass wir gemeinsam mit euch den Weltläden, den Organico noch erfolgreicher machen. Und deswegen ist unser Angebot, wenn die Kamera noch auf das Display schwenken kann, und sagen kann, okay, jeder Laden, der eine ganze Verpackungseinheiten von Espresso nimmt, Kaffee Crema, zwei Sorten Organico, den entkoffinierten, den in Bohne und die Pets, dass es dann das Display von uns dazu gibt, um den Kaffee im Laden entweder an der Theke zu platzieren oder auch als Zweitplatzierung, um ihm noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und was auch möglich ist, sozusagen sich bei den Außendiensten mal ein Display, ein Banner zu holen, was man dann auch einsetzen kann im Schaufenster. Und was auch sehr schön ist,
dass der Organico eine Erfolgsgeschichte ist, die sich immer weiterentwickelt. Und das ist auch eine Einladung, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, immer wieder auch mal auf unsere Seiten zu gucken, was gibt es denn ganz Neues. Heute ist der 9. März, gestern war der 8. März, der Internationale Frauentag. Und ich weiß nicht, wer es aus der Runde vielleicht schon gelesen hat. Wir haben ja zum Kaffee Organico da auch gestern noch mal eine neue Information rausgegeben, dass einer unserer Lieferanten, Café Isol, dass die ein ganz besonderes Projekt haben, dass nämlich eine Tochter von einer Kaffeebauernfamilie sozusagen durch die Prämien oder durch den Preis, den die Familie erhalten hat, die Möglichkeit hatte zu studieren und Zahnärztin werden konnte. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Also es lohnt sich, das sich mal auf der GEPA-Website anzuschauen, weil die Frage war, sie hat das Studium abgeschlossen und sie hat die Erfahrung gemacht, während ihrer Studienzeit auch mal mit den Bäuerinnen und Bäuern der Kooperative gesprochen, hat festgestellt, ja, Zahnprobleme gibt es, aber eigentlich traut sich keiner zu reden oder zum Zahnarzt zu gehen. Und dann kam die Idee auf, ob man nicht dann vielleicht in der Kooperative Soli Café so eine Zahnarztstation einrichten könne. Und dann hat die Kooperative beraten und hat dann letztendlich beschlossen, ja, sie tun das. Sie stellen diese junge, frisch ausgebildete Zahnärztin an und stellen diese Leistung den Mitgliedern der Kooperative kostenlos zur Verfügung, was ich echt ein ganz tolles Ergebnis finde. Ich meine, wir in Deutschland, wir haben unsere Krankenversicherung, können weitestgehend kostenlos zum Zahnarzt gehen. Und da finde ich das eine sehr schöne Entwicklung. Und der Organico ist auch ein Beispiel, wie wir uns auch ständig weiterentwickeln in der Frage Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Verpackung etc. Und das Besondere bei den aktuellen Packungen ist, ich weiß nicht, ob es jemand gemerkt hat, wenn ich es nicht gelesen hätte, wüsste ich es auch nicht. Man kann die Packung nachmessen, sie ist 1 Zentimeter kürzer geworden. Nun würde man sagen, 1 Zentimeter, das ist ja gar nicht viel. Aber 1 Zentimeter weniger in der Höhe heißt, es passen auf eine Palette 40 Päckchen Kaffee mehr rauf. Und das spart in der Summe unzählige Tonnen an Kilo an Verpackung. Wir sparen 1500 Kilogramm an Verpackung jedes Jahr durch die etwas kleinere Verpackung. Und wir sparen auch einige LKWs ein beim Transport. Also auch da nochmal ein Beispiel zu sehen. Ja, man kann eigentlich ständig gucken, wo man sich verbessern kann. Und ich finde es toll, dass unsere Kollegen im Sortiment das machen, aktuelle Entwicklungen beobachten. Was ist möglich? Ja, dann so, kriege ich ja noch gerade eine Regieanweisung, dann werde ich das nochmal machen. Also, das Display gibt es einfach dann dazu, wenn wirklich von jeder dieser Sorten, also wir haben den Organico Espresso, wir haben den Organico Mild, das ist die zarte Variante mit 1,5 von 5 Bohnen. Wir haben den Organico, ich nenne ihn jetzt mal den klassischen, mit 2 von 5 Bohnen. Davon braucht es eine Verpackungseinheit. Dann brauchen wir noch vom Organico den Kaffee Crema mit einer Verpackungseinheit. Dann haben wir einmal die Kaffeepads Mild und wir haben die Kaffeepads Crema, die natürlich auch nochmal dazugehören zu diesem Display. Und last but not least haben wir natürlich den Organico als Filterkaffee auch in Bohne. Für all diejenigen, die noch eine Handmühle zu Hause haben oder als guter Weltladen ist es ja auch eine Möglichkeit, da Kaffeekompetenz zu beweisen und zu sagen, ja, unsere Kunden können den Kaffee bei uns im Laden frisch mahlen und dann mit nach Hause nehmen. Wenn man also 7 Verpackungseinheiten verschiedene Kaffee Organicos erwirbt bei uns, dann gibt es das Display dazu. Und wir packen, sobald sie druckfrisch wieder eingetroffen sind, auch noch die Organico-Flyer dazu als Information für die Kunden. Gut, dann komme ich zu einem sehr erfolgreichen Produkt. Hier sieht man 2 einsame Osterhäschen stehen. Saisonprodukte sind tatsächlich einer der Renner im GEPA-Sortiment. Und das ist eine Erfahrung, die machen wir jedes Jahr Weihnachten. Nicht nur wir als GEPA, auch ihr als Weltladen macht diese Erfahrung. Und wir haben uns in den letzten Jahren getraut, auch bei den Osterwaren. Wir haben 2020 mehr bestellt als 2019. Wir haben 2021 mehr bestellt als 2020. Und wir haben 2022 noch mehr bestellt als letztes Jahr bei unseren Produzenten. Ja, und ihr in den Weltläden seid noch optimistischer als wir. Ihr habt noch schneller zugegriffen.
Das heißt, es gibt so einen kleinen Wermutstropfen. Die meisten Osterartikel für die Saison 2022 sind schon ausverkauft. Ich denke aber, das ist ein Erfolg, den wir gemeinsam feiern können. Und für uns ist das Ansporn, auch im nächsten Jahr nochmal gucken, was wir drauflegen können. Und ja, ich würde sagen, da können wir uns alle beglückwünschen. Und ich teile den Optimismus der Läden, dass man sozusagen damit viele Kunden begeistern kann. Und ich sage mal, gemeinsam erfolgreich, das ist für mich so die Überleitung zu den letzten Folien, bitte ich auch nochmal die Regie, die einzublenden. Wir haben ja nicht nur die Erfahrung gemacht, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können, sondern dass wir auch Dinge gemeinsam verändern wollen. Und dazu haben wir im letzten Jahr begonnen, eine Plakatserie aufzulegen. Man sieht hier die Motive im Bild. Wir haben angefangen mit Honig, dann kam das Kakao-Poster dazu. Und auch Kaffee. Und für all diejenigen, die die Plakate vielleicht noch nicht gesehen haben oder sie noch nicht im Laden haben, sie sind sehr gut geeignet, um im Schaufenster oder auf dem Aufsteller vor dem Laden, dem sogenannten Stopper, die Kunden zu animieren. Und wir haben bewusst darauf verzichtet, konkrete Produkte abzubilden, einfach um der Vielfalt, die es an GEPA-Produkten im Weltladen gibt, gerecht zu werden. Hier ergänzend gibt es noch, rechts sieht man sehr schön ein A4-Blatt als Ausdruck, das man im Laden noch auf einen Tisch dekorieren kann, wo dann einzelne Honige vorgestellt werden und auch wo dann sozusagen die Vorteile des ökologischen Honigs mit erläutert werden für all die Kunden, die dann sozusagen durch das Plakat animiert wurden, auch mal in den Laden hineinzugehen. Und das Gleiche haben wir auch für den Kaffee. Und da kann man auch sehen, nicht nur die schönen Kaffeebohnen, die einen zum Eintreten in den Laden animieren, sondern wir sehen bei dem kleinen Aufsteller auch nochmal das ein oder andere Organico-Produkt. Also da auch nochmal die herzliche Einladung an alle Weltläden, mit den Plakaten zu arbeiten. Ich kann hier auch schon mal eine kleine Vorankündigung machen, dass wir im Laufe des Jahres 2022 weitere Motive auf den Markt bringen werden. Ich glaube, Tee ist in Planung, die anderen habe ich jetzt spontan nicht parat, aber da einfach sagen, macht weiter. Und ich gehe nochmal auf das Honigplakat ein. Der Weltbienentag ist nicht mehr weit und ich habe jetzt einfach auch schon erlebt, dass in den ersten Weltläden die ersten Schaufenster dekoriert wurden und ich sage mal, da können auch Läden voneinander abgucken von guten Beispielen. Da ist Nachmachen ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Genau, man kann das auch nochmal mit einer Biene, Bienensocken kombinieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, die GEPA-Produkte einzusetzen. Ja, und damit sind wir dann auch, glaube ich, schon durch mit unserer Präsentation. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Bei der Aktion gemeinsam verändern, da gibt es natürlich Rat und Unterstützung bei den Außendienstkollegen, sowohl den Kollegen bei der GEPA als auch bei den Kollegen im Kundenservice kann man natürlich auch fragen, wenn man ein bestimmtes Motiv haben möchte. Und ausdrücklich möchte ich an dieser Stelle auch nochmal die Unterstützung der regionalen Fairhandelszentren in ganz Deutschland nennen, die auch bei Fragen bereitstehen, die auch die Plakate, die Plakatmotive bei sich vorrätig haben. Ich nenne jetzt mal nur exemplarisch die Kunden, die ich auch direkt betreue in Dresden oder Hamburg. Weiß ich, dass die Kollegen auch immer sehr gut vorbereitet sind, Fragen zu den GEPA-Produkten beantworten zu können. Ja, Mensch, Lutz. Wir haben es geschafft. Wir freuen uns und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch allen. Es war eine spannende zweistündige Zusammenkunft, wo wir eine Reise durch verschiedene Warengruppen, durch unsere Produktwelten, Frühjahr 2022, unser Handelspartner haben alles gegeben, tolle Produkte uns anzubieten, in tollen Farbgebungen, mit tollen Techniken, die wir nicht beherrschen, die sie weiterhin pflegen. Ja, es ist unser Wunsch und die Grundpfeiler des Fernhandels ist einfach Fairness miteinander. Unser Traum ist, dass wir das Reichtum auf dieser Welt einfach fair verteilen können. Es ist unser Ziel, unsere Produzenten so weit und so gut wie möglich zu unterstützen. So weit, dass wenn wir einen Scanner in unserem Laden haben, dass jeder Beep, die wir jeden Tag hören, wenn wir Ware über unsere Theke an die Kunden weitergeben, wissen wir im Kopf, hier ist ein Beitrag zu einer gerechten Welt. Hier ist ein Beitrag zu Fairness in dieser Welt. Damit möchten wir unsere Live-Sendung Frühjahr 2022 beenden.
Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Lutz und du bedankst dich bei mir. Genau. Ich bedanke mich bei dir, aber ich glaube, es gibt noch einen Dank an größere Runde zu richten, aber da hast du, glaube ich. Ja. Und es gibt viele, viele, viele Leute, die im Hintergrund gearbeitet haben. Gegenüber ist ein Riesentechnik von Firma Line Decker. Die sind Nachbarn von uns. Und jetzt ist es so wie Tradition geworden, dass in einem Azubi-Projekt wir gemeinsam diese Live-Sendung präsentieren. Sie sind offen für Kontakte. Wenn es euch gefallen hat, wie die Kameraführung und alles gelaufen ist, meldet euch bei uns. Wir werden die Kontakte herstellen. Vielleicht können sie auch euch unterstützen bei bestimmten Projekten. Vielen, vielen Dank, Firma Leindecker. Wir haben als Amateure vom Kamera viel gelernt gestern bei der Generalprobe. Es war sehr, sehr, sehr toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Die ganze Aufregung ist einfach weg, weil wir Profis hier gegenüber haben, die alles gut gemanagt haben. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Wir können teilweise sehen, was alles gemacht wird. Und wie gesagt, unser Traum ist, dass wenn wir schlafen, dass unser Produzenten auch schlafen können und weiterhin träumen können. Ich wünsche uns alle viel, viel Erfolg bei den Absätzen, beim Verkauf von unseren Produkten, bei allen Produkten, die als ergänzend sein sollten. Denkt dran, wir leben in einer Zeit, wo Wahrnehmung wirklich wichtig ist. Tu alles dafür, dass euer Laden gut situiert ist im Ort, wo ihr arbeitet. Tut alles dafür, dass euer Laden oder Läden gut ausgestattet sind. Tut alles dafür, dass eure Läden mit guten Produkten ausgestattet sind. Und ich denke, damit können wir viel Haushalte, in Deutschland gibt es 39 Millionen Haushalte, habe ich schon mal gelesen. Und ich denke, wenn wir sogar 1 Million gewinnen oder 2 Millionen gewinnen, sagen wir 3 Millionen, die regelmäßig unsere Produkte kaufen, dann können wir für unsere Produzenten viel, viel machen. Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.